Die neue Woche bringt im Sendegebiet wieder einiges an Normalität in das Leben der Bürger zurück. Bereits am Wochenende waren erste Veränderungen spürbar. So wurden in einigen Gemeinden, wie zum Beispiel in Limburg, zum ersten Mal wieder Gottesdienste gefeiert. Seit Montagmorgen weiten auch die Schulen im Land ihr Lehrangebot wieder aus. Rund 130.000 Schüler nehmen wieder am Unterricht teil, wenn auch nur unter strengen Hygieneregeln. Auch Friseure dürfen ihre Salons wieder öffnen. Überraschend gab Ministerpräsidentin Malu Dreyer in der letzten Woche außerdem bekannt, dass unabhängig von der Größe der Verkaufsfläche ab Montag alle Geschäfte des Einzelhandels wieder öffnen. 145.000 Mund-Nasen-Masken wurden vor der Wiederaufnahme des Schulbetriebs an die Schulen im Land verteilt. Das berichtet das Deutsche Rote Kreuz. Am Montag kehrten 130.000 Schüler im Land wieder auf die Schulbank zurück. Auf der B414 zwischen Kroppach und Altenkirchen ist es am Sonntag zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, stellte eine 29-jährige Frau ihren Wagen auf einem Parkplatz an der Strecke für 2 Stunden ab. Als sie ihre Fahrt anschließend fortsetzte, löste sich während der Fahrt ein Rad an ihrem Auto, wodurch es zu dem Unfall kam. Im Zuge der Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass die Radmuttern wahrscheinlich gelöst wurden. Bedingt durch die Corona-Pandemie musste die Mainer Tafel ihr Angebot an die schwierigen Bedingungen anpassen. Bereits seit über 4 Wochen bietet die Caritas einen Bringdienst an, der sich großer Beliebtheit erfreut. Mehr aus der Region gibt es unter www.tv-mittelrhein.de.